Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video gibt es einen Guide zum ersten und auch zum zweiten Teil, das dann eine Sprungphase ist, vom Raid Krone des Lights. Wir schauen uns das Ganze an, wie was funktioniert im ersten Teil und wie die Sprungphase im zweiten Teil funktioniert. Zu Beginn ganz kurz das Gebiet von der ersten Phase. In der Mitte hier haben wir eine grüne Fläche, wo wir einen Buff kriegen, das erkläre ich nachher gleich. Dann haben wir hier hinten eine Kugel, wo wir den Buff dann tauschen können, weil das müssen wir müssen den tauschen, sonst sterben wir. Dann haben wir die linke Seite rot, die Mitte und die rechte Seite grün, wo dann Kristalle spawnen, die wir zerstören müssen, die uns sonst killen. Das Ganze gehen wir aber Schritt für Schritt durch. In dem Gebiet tauchen nämlich zwei Schartypen auf. Die einen mit einem Buff und die anderen ohne Buff, nenne ich jetzt mal. Wenn wir selber keinen Buff auf uns drauf haben, den wir eben in der Mitte holen können, dann steht unten links, dass wir den Buff drauf haben. Wenn wir keinen Buff drauf haben, können wir die einen Scharfeinde töten. Die anderen aber nicht, die sind nämlich dann immun. Wenn wir den Buff aber drauf haben, können wir die töten, die vorher immun waren, aber nicht mehr die normalen Scharfeinde. Das heißt, 50% in etwa der Schar sind immun, die anderen nicht. Deswegen müssen drei Spieler den Buff aufnehmen und drei Spieler müssen keinen Buff haben, dass man alle Scharfeinde in dem Gebiet töten kann. Zudem ist es so, dass in dem Gebiet Kristalle spawnen. In der Mitte immer einer, rechts und links immer einer, das heißt drei Stück insgesamt. Ein Spieler mit Buff und ein Spieler ohne Buff muss auf diesen Kristall schießen, dass der dann kaputt geht. Spielt keine Rolle, wie viel Schaden wir drauf machen, muss einfach drauf geschossen werden. Wenn der dann kaputt ist, ist gut. Die Kristalle würden uns nämlich sonst nach einer gewissen Zeit töten. Zudem spawnen dann rechts und links zwei Ogre, also zwei insgesamt, rechts einer, links einer. Der eine ist immun und der andere ist eben nicht immun, je nachdem welcher Buff man hat. Das heißt, hier muss man dann gucken, welcher muss ich töten, den rechten oder den linken, mit oder ohne Buff. Und wenn die zwei dann weg sind, würde die Phase von neuem starten. Das Ganze machen wir viermal, bis alle Lampen brennen im Hintergrund, das zeige ich dann auch. Und dann haben wir das geschafft. Um das Ganze aber noch zu zeigen, wie man das macht, zeige ich hier einen kleinen Lauf von einer Phase von einem Lauf. Zu Beginn stehen wir hier in die Mitte rein, um den Buff zu kriegen, um eben Schaden an den einen Scharfeinden zuzufügen und die ohne Buff, die töten dann die anderen Scharfeinde. Wir haben es übrigens so gemacht, dass wir zwei Spieler links hingestellt haben, einer mit und einer ohne Buff, zwei Spieler in die Mitte und zwei Spieler rechts, damit das schön aufgeteilt ist, auch mit den Kristallen, damit wir da ohne Probleme die Kristalle niederschießen können. Und bei den Ogern müssen wir dann halt gucken, wo wir hin und her rutschen. Nun, zu Beginn heißt es einfach Feinde töten, Feinde töten, Feinde töten, bis dann die ersten Kristalle auftauchen, ist nicht wahnsinnig schwierig. Wenn dann die Kristalle auftauchen, dann kurz zum Kristall hingehen, draufschießen, das wird man jetzt dann gleich sehen. Der spawnt jetzt dann, zack, direkt in der Mitte gespawnt und zusammen kaputt gemacht. Das machen alle Spieler, die drei Kristalle sind kaputt und dann würde ich gucken, dass man tauscht. Denn wenn alle Spieler in der Mitte stehen und wir hier auf die Kugel schießen, dann geben wir unseren Buff ab und die Spieler ohne Buff erhalten einen. Die haben dann wieder eine ganze Minute drauf, das heißt, wir haben wieder eine Minute Zeit, um Feinde zu töten, um Ogre zu töten und danach wieder den Buff zu tauschen. Hier ist es wichtig, dass die Buffträger immer kurz sagen, wir haben noch 30 Sekunden drauf, wir haben noch 20 Sekunden drauf, wir müssen unbedingt tauschen. Gut, dann spawnen die Ogre rechts und links, da muss man kurz gucken, welcher ist immun und welcher nicht, sollte man logischerweise auf den schießen, auf den man Schaden machen kann, wenn die dann tot sind. Dann würde ich nochmal tauschen, von der Zeit her wird es etwa aufgehen und dann geht's weiter. Nochmal Kristalle killen bzw. kaputt machen und dann würde die nächste Phase anfangen. Das heißt, wir wiederholen diesen Prozess immer und immer wieder, gucken, dass man den Buff tauscht, damit keiner stirbt. Wenn nämlich der Hexensegen auf 0 runterfällt, dann würde der Spieler sterben, der ihn trägt. Kristalle töten, Ogre töten, Schar töten. Im Prinzip ist das das ganze Prozedere. Das machen wir so häufig, bis alle Lampen oder Lampenschalen, wie man es nennen möchte, auf der anderen Seite brennen. Jedes Mal, wenn wir eine Phase abgeschlossen haben, entzündet sich eine. Wenn alle vier brennen, können wir rübergehen und können den Loot holen. Also im Grunde genommen eine relativ einfache Phase. Jetzt gibt es hier natürlich noch ein paar Probleme, wenn einer mit einem Buff stirbt, was tue ich dann, wie können wir dem wieder einen Buff geben? Da gibt es einen kleinen Trick
Und zwar, das zeige ich hier. Wenn ein Spieler in diesem Kristalldings drin steht und einer außerhalb, dann können wir so machen, dass ich als Buffträger ihm den Buff übergebe, wenn ich nicht mit im Kreis stehe. Ich zeige das mal kurz aus der anderen Perspektive. Ich habe keinen Buff, mein Mitspieler hat einen Buff. Wir schießen beide drauf, er steht nicht drin und ich habe den Segen ebenfalls gekriegt und er hat seinen Segen behalten. Bedeutet im Klartext, wenn ein Spieler jetzt sterben würde, der vorher einen Buff hatte, dann würde ja ein Spieler mit Buff fehlen. Das ist dann ein bisschen blöde, die Kristalle zu zerstören oder die Ogre zu töten. Dann kann man es einfach so machen, dass eben, hey, ich brauche den Buff kurz, der eine schießt kurz mit drauf, man steht in der Mitte und dann erhält man den Buff vom anderen und er behält ihn trotzdem. So kann man das kurz wieder ausgleichen. Ist einfach noch wichtig, dass ich es gesagt habe, weil die Situation passiert immer wieder mal, dass ein Fehler passiert, man stirbt und dann braucht man den Buff wieder. Also eigentlich ganz easy, das wieder zu holen. Gut, ansonsten zu der Phase muss ich glaube ich nicht mehr viel sagen. Das wäre soweit der Guide zu der Stelle. Wir rutschen direkt weiter zu der nächsten Phase. Ich lasse das kurz im Schnelldurchlauf durchlaufen, wo man hier durchlaufen muss. Ein bisschen viel durchlaufen, aber man weiß, was ich meine. Nun, am Ende dann kommen wir an diese Stelle hier. Und im Prinzip ist es hier mit den Kristallen das Gleiche. In der Mitte spawnt wieder einer dieser, ja, Segen... Kreise nenne ich es mal, diese grüne Stelle. Ich bin jetzt aus Versehen schon drauf gestanden. Ich bin der Einzige mit einem Buff. Und dann spawnen diese ganzen Kristalle. Bedeutet im Klartext, wieder einer schießt mit Segen drauf, einer schießt ohne Segen drauf. Ansonsten, ja, relativ easy. Hier empfehle ich auch drei Spieler mit Segen, drei Spieler ohne Segen. Denn dann kann man so machen, dass einer sagt, ich nehme den linken Kristall, also eben die, die diesen Schild drüber haben, weil da kann man nicht durchschießen. Der andere sagt, ich nehme den rechten Kristall, dann geht das etwas schneller. Man sieht hier auch relativ gut, auch ich als Segenträger kann auf die einzelnen Kristalle draufschießen. Ich muss sie immer nur ganz kurz treffen, die anderen Spieler schießen dann auch drauf und dann geht's kaputt. Nun, wir haben dann etappenweise wieder diese Wechselkristalle, nenne ich es jetzt einfach mal. Da können wir dann auch reinstehen, können dann wechseln und dann kriegen die einen drei den Buff und die anderen drei verlieren den Buff und wir haben wieder eine Minute Zeit, um das zu machen. Ist natürlich eine tricky Sprungphase, weil wir müssen hier relativ schnell sein, wir müssen das in einer Minute machen, wir müssen dann die Kristalle abschießen, aber mit ein bisschen Übung geht das ganz gut. Dann kämpft man sich so einfach durch, eben Etappe für Etappe, kann man immer wieder wechseln zwischendrin und dann klappt das. Tja, und im Grunde genommen wäre es das gewesen zum Guide vom ersten und auch vom zweiten Teil. Also die Sprungphase ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Wenn ihr das Power Level in etwa habt, könnt ihr hier schon mal reingehen, könnt die ersten zwei Phasen machen, die sind gut machbar. Die nächsten zwei Phasen sind dann etwas schwieriger, die erkläre ich dann aber auch noch, sind dann im Outro und auch in der Infokarte verlinkt, wenn man dazu noch einen Guide haben möchte, sobald sie da sind. Nun eben, wie gesagt, geht rein, probiert's aus, holt den Loot und erfreut euch am Raid Loot. Ich hoffe, der Guide hat geholfen. Wenn ja, lasst sehr gerne ein Like da, lasst einen Kommentar da. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr im Allgemeinen von dieser ersten Phase haltet. Da würde ich mich mal freuen, ein bisschen Feedback zu diesem ersten Raid-Teil zu kriegen. Gut, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.